Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, wir haben jetzt ein Endspiel gegen Manchester, das wollten wir unbedingt, das haben wir jetzt erreicht. Und ich sage mal, natürlich ist es ein Traum, von Österreich jetzt daher zu kommen und gegen Manchester zu spielen. Sie persönlich sind innerhalb von kürzester Zeit Stammspieler geworden, in der Abwehr sehr solide. Wieso spielen Sie so stark im Moment? Das hat nichts mit mir zu tun. Es spielen noch andere 10 Leute oder es ist eine ganze Mannschaft, die sehr gut arbeitet. Und ich sage mal, wenn man eine gute Mannschaft hat, dann spielt man auch gut. Und ich kann nur ein großes Lob an die Mannschaft aussprechen und es kann so weitergehen. Wie sehen Sie das Verhältnis von Ihnen als 20-Jähriger zu den älteren Spielern? Wie ist das im Gefüge der Mannschaft? Gefüge der Mannschaft im Spiel ist es egal, wie alt man ist. Da ist nur wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen und zuschreien. Es ist wurscht, ob ich jetzt einen Alex Frey oder einen Pipi Streller dirigieren muss. Außerhalb muss man Respekt haben. Das sind sie die Stars unter Anführungszeichen. Aber im Spiel sollte man keinen Respekt haben und für 90 Minuten müssen wir zusammenarbeiten. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an die letzte Zeit, was haben Sie seit Februar in Basel gelernt? Sehr, sehr viel. Ich sage mal, ich habe sehr viele schöne Momente gehabt, aber auch negative wie am Anfang der Saison. Aber ich sage mal, das Spielerische und dass man international gegen so Topstars wie Manchester oder jetzt Benfica bestehen kann, das ist auch einmal ein Traum und zu sehen, dass wir auch mithalten können. Alexander Darovic spielt stark in dieser Hinrunde. Was sind denn die Schwächen von Ihnen? Wo müssen Sie noch daran arbeiten? Jeder Mensch hat Schwächen, also kein Mensch ist perfekt. Ich kann mich überall verbessern, im Passspiel oder in Zweikämpfen noch immer besser. Ich will immer zu 100% alles schaffen, das gelingt mir noch nicht. Also vielleicht ist es zwar gut, aber ich will hoch hinaus. Mal in England zu spielen oder egal wo, in eine höhere Liga, in eine Top-Liga und schauen wir, wenn es so weitergeht, kann es so weitergehen. Sie kennen den österreichischen Fußball, Sie kennen jetzt den Schweizer Fußball. Wo ist für Sie der größte Unterschied zwischen diesen beiden Ländern, fußballerisch gesehen? Ja, ich möchte jetzt dazu nichts sagen, weil sonst kommt Streit raus. Aber ich sage mal, in Österreich wird viel mehr defensiv gespielt, viel mehr Augenmerk auf Defensive und hier in der Schweiz offensiv. Aber ich möchte jetzt nicht darüber sagen, beide Länder sind sehr, sehr professionell und ich habe sehr viel zu verdanken in Österreich. Dort habe ich meine Karriere begonnen und hier geht sie weiter. Was wird das Rezept sein, um gegen Manchester United ein positives, sprich einen Sieg herauszuholen? Ich sage mal, es ist schon sehr, sehr schön, dass das ein Endspiel ist. Ich glaube, die ganze Stadt wird Ausnahmezustand sein und die ganze Stadt wird auf das Match hinfiebern. Und ich sage mal, wir brauchen sicher ein bisschen Glück, aber es ist nur ein Match und in den 90 Minuten kann viel passieren. Und da werden wir darum kämpfen, wir werden bis zu den Haarspitzen motiviert sein und ich sage mal, wir werden bis zum Tod rennen und kämpfen. Welcher Anteil hat Heiko Vogel am derzeitigen Erfolg? Das ganze Betreuerstab und die ganze Mannschaft hat maßgebliche Anteile. Jetzt, man kann nicht sagen, jetzt nur ein Heiko Vogel, er macht eine sehr, sehr gute Arbeit. Es war sicherlich nicht leicht nach dem Abgang von Thorsten Fink, aber ich sage mal, die Mannschaft arbeitet sehr, sehr gut und dann kommt alles von alleine.